Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Layers of Fear. In der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen das Haus angeschaut, haben ein paar komische Briefe und Zeitungsausschnitte an verschiedenen Orten in dem Haus gefunden. Und zum Schluss habe ich mich dann in den Keller gewagt. Wir stehen auch immer noch auf der Treppe rum. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Aber gibt es hier kein Licht? Doch, 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 hier ist Licht. Okay, so schlimm sieht es ja jetzt hier gar nicht aus, ne? Ich weiß doch, dass da Ratten sind. Mann! Okay. Ganz viele Möbel, die abgedeckt sind. Gesammelte Unterlagen, Briefe, Zeug. Ah. Eine kaputte Brille. Wie war das Rattenrennen immer dahin, wo es sicher ist, oder? Also ist ja die Ratte vielleicht sogar mein Freund. Oh Gott. Nicht ernsthaft, oder? Sehr schön. Bitte komm jetzt kein Blut raus. Okay, ich sehe gar nicht, was da rauskommt. Das ist viel zu dunkel. Aber es sah dunkel aus, auf jeden Fall. Naja, es kann ja auch nur... Ich meine, es ist ein altes Rohr. Das ist halt... Das Wasser ist halt schmutzig, ne? Schon wieder eine kaputte Flasche. Wo ist denn die Ratte hin? Irgendwo da runter. Ja gut, dann laufe ich halt da. Ich meine, hier will man doch nicht langlaufen. Das sieht doch... Was ist das? Dreck, keine Ahnung. Ach nee, das ist eine Kerze, die schon ausgegangen ist. Ja, das wollte ich nämlich eben gerade sagen mit diesen Kerzen hier. Das ist halt... Da will man nicht lang gehen. Hier ist nichts. Ich gucke immer, es ist so eine Angewohnheit. Ich muss immer in jede Ecke gucken irgendwie, bevor ich weitergehe. Ja, die Tür ist zugeschlossen. Oh, ich habe aber einen Schlüssel. Wie komme ich denn an den Schlüssel? Ich weiß gar nicht, wie komme ich in mein Inventar? Das wurde nicht erklärt. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Wie komme ich ins Inventar? Oder benutzt er dann den Schlüssel einfach von alleine? Ja gut, ich bin jetzt eh nicht so scharf drauf, da reinzugehen, aber wieso geht der denn gerade so komisch? Ging ja schon die, ist ja die ganze Zeit schon so komisch gehumpelt? Ich bin der mit der Prothese am Bein. Könnte sein, oder? So wie ich gehe? Ich meine, ich humpel voll. Aber humpel ich schon die ganze Zeit so? Ha. Ja, krass. Okay. Ich würde jetzt echt gerne wissen, wie ich das Inventar benutzen kann. Oh, ist das blöd. Moment, wir testen das jetzt hier mal einfach schnell. Gehen ein paar Sachen durch. Okay, vielleicht wird der Schlüssel von alleine verwendet. Probieren wir es mal. Hier war noch eine verschlossene Tür. Ah, okay. Ah, das Atelier. Wieso geht denn die Tür von alleine hinter mir zu? Ich mag sowas nicht. Okay, was haben wir denn hier?
komisches Bild. Krass, ich dachte gerade, das wäre ein Auge, aber das ist einfach nur ein Teller. Ich habe wieder kein Spiegelbild. Da sind Farben und Pinsel drin. Wieder eine kaputte Flasche. Also derjenige, der hier wohnt, der war echt starker Alkoholiker. Was ist das bitte? Ich lasse dieses Bild jetzt unkommentiert. Ein Brief. Ich habe es so satt, dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay. Noch mehr Wein. Ich glaube, die Frau war eher dann der Säufer, weil wenn ich der Mann... Obwohl, es ist ja nicht gesagt, wer von den beiden das Bein hat, die Prothese am Bein hat. Der Schrank ist zugesperrt. Boah, sind das viele Pinsel. Hey, jetzt bleib halt mal offen. Ja, extrem viele Pinsel. Was haben wir hier? Hm? Okay. Also, da hat sich aber jemand ausgetobt. Das ist nicht mehr die Leinwand. Hier ist sonst nichts. Mach's diesmal richtig. Krank. Und noch ein schönes Bild. Moment, halt. Ich will noch das Atelier, die Staffelei anschauen. Was ist jetzt los? Blöde Musik. Ah, verloren. Du verdienst es. Beende es. Naja, wenigstens kein gruseliges Bild. Die Rückseite? Auch nicht. Okay. Ich gehe hier wieder raus. Obwohl, was ist das? Zerrissene Zettel. Gut, ich gehe. Ich gehe. Tschüss. Moment, das sah doch vorhin noch anders aus, oder? Ich bleib vielleicht doch in dem Atelier. Na gut. Das sah vorhin trotzdem noch anders aus. Hier war vorhin kein Flur. Was soll denn der Scheiß? Und wo zur Hölle bin ich jetzt? Oh Gott. Was ist denn das für ein Horrorhaus? Ich will hier raus. Bitte? Ich konnte nicht mehr lesen, was da steht. Tut mir leid, ich war gerade so. Ich wollte es eigentlich gerade lesen. Ach, du Scheiße. Vereinen Sie sich wieder mit Ihrem Partner. Bauen Sie Ihre Beziehung wieder auf. Entdecken Sie die Freuden Ihrer Ehe wieder neu. Lassen Sie die Flamme wieder aufleben.
Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Perfekte Beziehungen mögen großartig auf der Kinoleinwand aussehen, aber der Rest von uns Sterblichen muss diese einfache Wahrheit begreifen. Niemand ist perfekt. Und wissen Sie was? Das ist auch gut so. In Wirklichkeit haben viele sich liebende Paare ein Problem mit dem täglichen Zusammenleben in einer Beziehung. Das macht sie nicht weniger besonders. Es bedarf nur einer Menge Arbeit und wir sind da, um zu helfen. Unsere Berater, ausgebildete Experten auf ihrem Gebiet, werden Ihnen dabei helfen, die Ursache Ihrer Probleme zu identifizieren und mit Ihnen in Ihrem eigenen Tempo umzugehen. Ob es sich einfach nur um Kommunikationsprobleme, um finanzielle Sorgen oder sich entgegenstehende Persönlichkeiten handelt, wo es ein Problem gibt, gibt es auch immer eine Lösung. Und denken Sie daran, es ist nie zu spät. Okay, also die hatten wohl Probleme in ihrer Beziehung. Da ist ja ein Lichtschalter. Wieso habe ich den vorhin denn noch nicht gesehen? Okay, sonst ist aber nichts mehr hier, ne? Was soll das jetzt heißen, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dass ich dann wieder woanders bin? Oh, verarsch mich doch nicht. Ja. Oh, ich muss gerade irgendwie an die PT-Demo denken. Oh, die war auch fies. Oh, guck mal ein Bild. Wie sie da am Klavier sitzt. Ich kann es gar nicht umdrehen. Okay. Hup. Die Lampe lassen wir schön an. Hier ist überall Alkohol. Sich im Kreis drehen. Noch so ein Bild. Ich will immer gar nicht in den nächsten Raum gehen, weil jetzt fühle ich mich hier gerade sicher. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten Sie die Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Also hatten Sie wohl ziemlich starke Probleme sogar, nicht nur so ein bisschen. Könnte ich sein, dass ich vielleicht einfach der Mann bin von ihr und einfach total betrunken bin und deswegen auch die ganze Zeit sich die Zimmer verändern, weil ich zu besoffen bin, um mich noch auszukennen? Das wäre eigentlich irgendwie ganz... Und deswegen, auch wenn ich nicht der bin mit der Prothese, deswegen wanke ich so, weil ich so betrunken bin. Na toll, jetzt hat auch noch die Musik aufgehört. Das ist der Wind, das ist der Sturm draußen. Ja, geht's nur immer schön von alleine zu, ihr lieben Türen. Das ist ganz toll. Okay. Ist ja gut. Ah, noch sowas. Save the date. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feier ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Was die für einen Scheiß auch aufheben. Wahnsinn. Noch mehr Farbe. Also ich male ja auch, aber meine Farbe ist nicht in der kompletten Wohnung verteilt. Ja, machen wir die Kerzen an. Ah! Oh! 5, 8, 4, okay. Fünf, acht, vier.
Also derjenige, der diese Sachen gemalt hat, muss immer verrückter geworden sein. Fünf, acht, vier. Was ist denn das jetzt für ein Flüstern? Vielleicht fängt es ja nicht mit fünf an. Ah, stimmt. Ich muss es mir noch mal anschauen, auch wenn ich nicht will. Ach so, ja, stimmt, das hängt ja so. 4, 8, 5. Ups, 8 und 5. Will ich das überhaupt öffnen? Die Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Also ich bin der Ehemann, ich bin mir ziemlich sicher und ich erinnere mich gerade an verschiedene Sachen und ich bin auch derjenige, der diese Prothese trägt und deswegen humpel ich. Wo ist meine Frau hin? Habe ich sie umgebracht? Wir hatten Probleme. Ist sie durchgedreht? Ich habe keine Ahnung. Nein, wo kommt denn die Tür jetzt auf einmal her? Ich mag nicht mehr. Vergiss niemals. Der schaukelt noch, der Schaukelstuhl. Gemütlich. Da saß sie bestimmt gerade und hat ganz in Ruhe ein Buch gelesen. Und das war ganz schön. Es war ein gemütliches Buch. Alles ist schön. Nur der Brief, okay. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Jetzt hat er aufgehört zu wackeln. Sieht aus wie ein Totenkopf hier. Na gut, nächste Tür. Ob ich wohl auch irgendwann mal wieder an einem Ort bin, wo ich schon mal war? Irgendwie ist es gerade nur noch verwirrend. Ich spiele jetzt einfach nur noch mit diesem Globus hier. Okay. Das Bild da hinten ist ja furchtbar. Ach, das kann ich irgendwie fast zu jedem Bild sagen, glaube ich. Hä? Ach so, das ist ein Kissen. Das ist ja gar kein Bild. Also, vielleicht ist es auch ein Bild für sie gewesen, aber mein Herz. Oh Gott. Hätte ich nur weiter mit dem Globus gespielt, ganz ehrlich. Verdammt. Oh, ich brauche Licht. Ich sehe halt gar nichts. Ich gehe jetzt einfach hier hin, da ist Licht. So. Guck mal ein Bild. Staubmäuse, selbst in meinen Lungen, grotesker Ungezieferdreck. Es gibt immer noch mehr. Ich zitter gerade richtig, oh Gott. Ich habe gerade wirklich nicht damit gerechnet, dass ich da einfach runterfalle. Ich habe schon gedacht, dass irgendwas passiert, wenn ich da hingehe. Aber ich dachte, dass halt
sich das Bild verändert oder so. Ich bin so schreckhaft, echt. Ah, da geht's hoch. Ah, Licht, Licht, Licht. Ah! Wollt ihr mich irgendwie gerade verarschen? Dieses Spiel ist ja sowas von, oh Gott, von fies und... Oh, ich glaube, der Typ hat einfach einen Knall, der halluziniert oder so. Wieso sollte man dann freiwillig in so ein Haus gehen? Ich gehe jetzt hoch, ich will hoch. Wieso bin ich eigentlich im Keller? Verdammt, wieso bin ich... Ja, ich bin im Keller, weil ich gerade runtergefallen bin, stimmt. Oh, jetzt bin ich aber nicht da, wo ich vorhin war. Sehr schön. Eine Geheimtür. Geil. Ah! Und jetzt hängt da ein anderes Bild. Das ist ein, also hier waren doch vorhin keine Dominosteine, oder? Geht's wieder zu. Ah, ich verstehe. Soll ich da nochmal hingehen? Mal gucken, ob ich da nochmal runterfall. Nee. Ach, das ist eine Lampe, die bescheint das Bild. Okay. Oh Gott, ich will nicht mehr. Na gut, na gut. Was ist das denn jetzt für ein schöner Raum? Ein schöner, langer Flur. Mit noch schöneren Bildern. Das ist Farbe. Rote Farbe. Farbenlose Lügen. Farbentiefe Lügen. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ach so, ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe immer Angst, dass mich was anspringt, deswegen gehe ich immer so komisch. Eine Ratte. Hä? Oh, ich dachte kurz, es ist eine Schlange am Boden. Ha! Nicht in den Kamin. Hat sie sich jetzt gerade selbst umgebracht? Ich verstehe dich, kleine Ratte, das Haus ist furchtbar. Ich drehe hier auch gerade durch.